Moin Moin, heißt denn der Didi? Und da ich jetzt schon mal in Schwung bin, wollen wir jetzt mal die Tonleiter üben. Typ 3, D-Dur. Ja, die Akkorde haben wir in der vorigen Sendung geübt, die wir dann dazu spielen werden im Hintergrund. Aber zuerst machen wir jetzt trockene Übungen. Die Dur-Tonleiter Typ 3 in fünf Mustern und in der Langformtonleiter. Das üben wir jetzt mal. Ja? Das heißt also, wir fangen an mit dem ersten Muster. Fünf Muster haben wir. Erste Muster. Fingersätze einhalten. 1, 2, 4, 1, 3, 4. Grundton. D. 1, 3, 4, 1, 3, 4, 2. Grundton. D. 4. 1, 2, 4 und wieder zurück. Und immer wieder zum Grundton dann zurückgehen. Entweder dahin oder da, ja? Und eine Oktave höher, also 12 Halbtonschritte, ist dasselbe Muster wiederzuerkennen. Das heißt also nach dem 12. Bund, 14. Bund. Ja, wenn man eine E-Gitarre hat, kann man das auch hier dann nochmal spielen. Verstanden? Das ist das erste Muster, was wir jetzt üben. Das zweite Muster ist dann sieht man, das geht an der Gitarre ein bisschen höher. Dann spielen wir dieses Muster. Auch wieder D-Dur alles. Das heißt also, mit dem Ton haben wir mit Kleinfinger angefangen, beim ersten Muster. Und denselben Ton fangen wir jetzt hier an mit dem zweiten Finger. Ne? Also fünfte Bund wieder von der A-Seite. Da mit Kleinfinger am ersten Muster, hier fangen wir da an. Und dann machen wir dieses Muster. 2, 4, 1, 2. Grundton D. 4, 1, 2, 4. 1, 3, 4. Und das muss man sich merken. Dünne E-Seite. 1, 3. Rutsch mal mit dem dritten dahin. 4. Und beim Rückwärtsgehen. 4, 3, 1. Und rutsch mit dem ersten zurück. 4, 3, 1, 4. Ne? Dass man sich das antrainiert. Das haben wir schon mal eine C-Dur-Tonleiter gehabt. Dasselbe Muster, bloß das war dann zwei Halbtöne oder einen ganzen Tonschritt weiter nach zurück. Ja. Hier sind wir eine D-Dur-Tonleiter und da spielen wir genau dasselbe Muster. Ab mit D, 2, 4, 1, 3, 4, dünne E-Seite, 1, 3, rutschen mit dem dritten Finger hoch, 3, 4. Aber wollen wir rückwärts gehen? 4, 3, 1 und 1, ne? 4, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 2, ja? Dass man sich angewöhnt. Beim Hochgehen mit dem dritten Finger, beim Zurückgehen geht man auf den ersten Finger. Ja? So trainieren. Also, zweite Muster. Das dritte Muster ist dann folgendes. Dann sind wir schon wieder einen Schritt weiter höher gegangen. Dann nehmen wir diesen Ton, den wir jetzt im zweiten Muster hatten. G-Seite, siebte Bund, hatten wir den mit dem vierten Finger. Und den nehmen wir jetzt mit dem zweiten Finger hier, ja? Dann sieht man also, dieser ganze Satz ist wieder verschoben nach hier hin. Das ist das dritte Muster. Ja, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 1, 2, 4. Ja, so spielen und wieder zum Grundton zurückgehen. Hat man wieder die D-Dur-Tonleiter. Vierter Typ. Da sind wir hier schon im 10. Bund. Beziehungsweise hier Grundton D ist 10. Bund, da ist der 9. Bund, wohl mit dem ersten Finger, ne? Grundton D, 10. Bund in der E-Seite anfangen, hoch und runter spielen, D-Dur-Tonleiter. Und dann gehen wir noch ein höher, sind wir jetzt im 12. Bund, die D-Seite leer und eine Oktave höher. Dann fangen wir hier mit dem D-Ton an, mit dem zweiten Finger als Grundton, spielen wir zurück, ganz nach unten und enden weder da oder hier, beim D wieder, ja? D-Dur-Tonleiter. Das heißt also, wir können auf der ganzen Gitarre jetzt, wenn wir das geübt haben,
die D-Dur-Tonleiter spielen. Und zusätzlich macht man dann noch die Langform-Tonleiter. Und wenn man die fünf Typen und die Langform drauf hat, dann kann man die vermischen. Ne? Kann man da mal hingehen oder hier hingehen. Und dann spielt man den D-Dur-Tonleiter. Man muss sich die fünf Muster und die Langform-Tonleiter erstmal einprägen. Das zeige ich euch mal auf Gitarre jetzt. So, dann schauen wir mal. Den D-Dur-Tonleiter Typ 3. Ja? Also dritte Typ. Dann haben wir dann hinterher noch zwei, und zwar F-Dur und A-Dur, die wir noch üben. Aber jetzt haben wir erstmal den Typ 3 D-Dur-Tonleiter-Typ. Und dann fangen wir jetzt an mit dem ersten Muster und der Langtonleiter, die wir schon mal vorher ein bisschen geübt hatten. Das heißt folgendermaßen: D-Ton. D-Ton. D-Dur-Tonleiter. Ein Oktave, ja? Grundton D. Das hatten wir ja schon mal gehabt. Und vorher die Sendung so ein bisschen angeschnitten. Und wenn wir diesen Grundton dann haben, können wir die Langtonleiter auch spielen, zweite Finger anfangen. Und wieder so zurückgehen, wie man gekommen ist. Einmal ganz durchspielen. Ja, da kann man jetzt nur mit der E-Gitarre spielen. So hoch. D. Ja, dann gehen wir dann wieder so zurück, wie wir waren. So, und bevor wir das jetzt nochmal mit der Langtonleiter machen, zum Vermischen, machen wir erstmal die fünf Muster. Das heißt also, der dritte Typ, der Tonleiter, das gibt ja fünf Stück, ja, ist D-Dur. Und D-Dur, das erste Muster sieht folgendermaßen aus. Ja, das zweite Muster sieht folgendermaßen. Dann gehen wir ein bisschen höher wieder. Und dann rutschen wir mit dem dritten Finger hier hoch und gehen dann mit dem ersten Finger. Zweite Muster. D-Dur. Ja, dann gehen wir von diesem Muster mit dem Zeigefinger auf den siebten Bund. Dritte Muster. Na? D-Ton. D-Ton. So, vierte Muster geht dann so, dass wir mit diesem Ton mit dem zweiten Finger anfangen. Vierte Muster. Na, nochmal. D-Ton. D-Ton. Bloß wie gesagt, also ich zeige euch das jetzt schnell. Die Muster, man, wenn ihr das übt, langsam, immer Abschlag, Aufschlag, Abschlag, Aufschlag, jeden Ton. Vierte Muster. D.
D-Dur. Und dann machen wir jetzt noch den letzten fünften Muster. Dann fangen wir mit dem E-Ton an. Dann haben wir den ersten Grundton D hier. Das ist die eine Oktave, die D-Seite. Wenn wir die leer anschlagen, ist die leer. Und gehen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, haben wir wieder D, aber eine Oktave höher. Ja? Grundton D und hier. Und dazwischen ist jetzt eine Oktave von, ne, von der Tonleiter. Und wir fangen dann aber trotz alledem mit dem E-Ton an, weil das ein Typ ist. D. Spielen oder man spielt jetzt die Langtonate. Geht dann diesen Satz hier so. Ne, nochmal. Man muss jetzt nicht Satz durchspielen, wie das war, sondern Langtonate. Und geht jetzt in den fünften Typ rein. Von hier aus im vierten rein. Hier aus dem dritten rein. Ja, also man kann die vermischen. Die fünf Muster lernen wieder, die Langtonleiter und versuchen dann darauf zu improvisieren. Und das wird dann wieder die nächste Sendung sein, dass ich mal die Akkorde, die wir gelernt haben in der vorigen Sendung, aufspiele auf dem Tonband, also oder auf dem Loop und darauf dann diese Tonleiter dann übe. Ne? Muster 1. Zweiter Typ. Na. Macht, dann merkt man hinterher, dass die ganzen Muster, dass zum Beispiel die D-Dur-Tonleiter im Grunde von C-Dur aus nur ein Ton nur versetzt ist, also die Langtonleiter. Ja? Und auch Muster findet man auch einige immer wieder, bloß dann irgendwie versetzt. Ne? Das heißt also, das erste Muster von D, ne, das könnte man jetzt transponieren, dass man sagt, so, aber das ging ja hier bei C nicht, weil hier die Leerseiten sind und sowas tief. Also kann man das nur hier spielen, den D-Typ. C-Typ sei ja anders. Ne? Und D ist ja im Grunde 1, 2 und bis höher. Die Langtonleiter, die bleibt so, ja, das ist genau dasselbe in C. Ne? Die verschieben wir dann nur um zwei Halbtöne und dann können wir die C-Dur-Langtonleiter auch in D spielen. Oder in E, geht auch, wenn man dann hier, oder in F, ja. Also kann man alle fünf Typen, die ich euch zeige, in den Tonleitern, kann man auch wieder auf allen Tonarten spielen, man muss sie dann bloß versetzen. Man muss dann die ganzen Muster verschieben und die Tonleitertypen natürlich dann auch. Ne? So, machen wir das jetzt nochmal. D-Dur, Typ 3 machen wir jetzt. Erster Typ, zweiter Typ machen wir so. Verschieben. Ja, dritter Typ.
Typ. D. Fünfter Typ. D. Dritte, zweite, erste. So, und dazu spielen wir dann auch nochmal die Akkorde, das heißt, im Hintergrund spielen lassen und dann drauf übt man dann diese fünf Muster und die Langtonart an. Ja? Das ist ein Improvisieren und das mache ich in der nächsten Sendung jetzt mal mit der elektrischen Gitarre. Dann können wir auch diesen C, Dis und D-Ton auch noch mitspielen, ja? Also mache ich eine Improvisation in D nächste Sendung, aber mit diesen Akkorden im Hintergrund laufen D Major, E, Moll 7, Fis Moll 7, G Major 7. Dur 7, H-Moll 7 und Cis Alpha mindert und wieder D-Major 7. Erste Muster. Zweite Muster. Ja. Rundum D. Vierte Muster. Dritte Muster. D. 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 Ja? Fünfte Muster. D. 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 Tonleiter, ja? Also wie gesagt, fünf Muster üben, Langtonleiter und die Akkorde. Und im nächsten Schritt macht man dann die Akkorde, acht Akkorde spielen und darauf macht man Improvisation, ja? So, das ist jetzt mal der Typ 3, der Tonleiter-Typen. Zeit haben wir noch, haben wir ja noch ein bisschen. Dann gehe ich noch mal kurz zur Grafik und werde mal euch das nochmal zeigen. Also zuerst übt man dieses erste Muster hier. Das ist der Typ 3 D-Dur. Dieses Muster hier. Und dann gibt es die Langformtonleiter noch zur D-Dur. Das ist die. Grundtöne anhalten, ne? Immer die grünen. So, und dann macht man nochmal das erste Muster und auch eine Oktave höher, wenn man eine E-Gitarre hat, ne? Das erste Muster ist ganz selber wie diese, bloß 12 Halbtöne versetzt. Dann macht man das zweite Muster, übt man D-Dur. Dritte Muster, D-Dur. Vierte Muster, D-Dur. Und fünfte Muster, D-Dur. Ja? Und wenn man das auf dem Schirm hat, dann kann man auf der ganzen Gitarre D-Dur spielen. Okay? Danke für eure Aufmerksamkeit. Nächste Sendung improvisieren wir mal, ne? Ciao, ciao.